Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei Holy LOL. Ihr seht es, es gibt ein neues Spiel hier auf meinem Kanal, und zwar Bloons Tower Defense Battle 2. Ich habe das bei einem anderen YouTuber gesehen und habe mir gedacht, dieses Spiel, das macht Laune, weil ich spiele ja auch schon sehr lange Zeit Bloons Tower Defense 6 auf dem Handy. Da habe ich mittlerweile fast alles geschafft und ich habe mir gedacht, ich brauche mal eine neue Herausforderung. Und deswegen spiele ich heute mal Bloons Tower Defense Battles 2 mit euch. Ich habe natürlich das Tutorial schon durchgespielt. Ich habe den Gwendolin schon. Ich habe auch schon das Tutorial gespielt und ein paar Runden. Ich habe hier eine Truhe schon erspielt. Die kann ich aber leider noch nicht öffnen, da ich diese Punkte noch nicht habe. Habe erst 36. Und ich möchte natürlich jetzt mit euch auch gerne mal eine kleine Runde spielen. Ich habe dieses Spiel noch nicht wirklich im Griff. Das sage ich euch gleich, wie es ist. Zurzeit spiele ich hier den Wurfpfeilaffen, den Pionier, das U-Boot und den Gwendolin. Damit komme ich eigentlich immer ganz gut klar. Und die versuche ich natürlich auch zu leveln. Ich habe hier schon den Wurfpfeilaffen auf diesem Level hier, dass ich die Armbrust freigespielt habe. Aber ihr könnt mir natürlich mal gerne in die Kommentare schreiben, welches sind die besten Affen, wie soll ich die am besten leveln. Das U-Boot, da frage ich euch jetzt. Was soll ich hier leveln? Ballistische Rakete oder die Dreifachwaffe? Was ist besser? Ich weiß es nicht. Wäre mir also ganz wichtig, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was besser ist. Den Affenpionier, den versuche ich hier auf die Bloonfalle zu leveln. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Da brauche ich 11.000 und ich habe gerade mal 3.458. Und natürlich, wie immer, falls euch meine Videos gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt oder ob das eine einmalige Sache sein soll. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine kleine Runde, wir gehen in einen Ranglistenkampf und schauen mal, ob wir gewinnen können, weil unsere Affen sind halt noch nicht so hoch gelevelt. Aber ich denke mal, wenn wir verlieren, verlieren wir halt. Wenn wir gewinnen, wäre doch geil. Was haben wir denn hier? Das habe ich noch gar nicht angeklickt. Ich habe 4 Trophäen und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was kann ich mit den Trophäen machen. Für mich ist das hier alles Neuland. So, wir gehen in einen Ranglistenkampf und schauen mal, was passiert. Diese Karte, die möchte ich gerne überspringen. Oh Gott, jetzt habe ich, okay, überspring du auch bitte. Bitte. Er heißt Spieler. Ich habe natürlich meinen richtigen Namen, Holy LOL, eingetragen. Was ist natürlich sinnvoll jetzt? Ich bleib dabei. Ich möchte ja die EPs haben für die Affen und die muss ich natürlich leveln. So, wir spielen gegen den Spieler. Er hat hier den Bogenschützen als Helden. Aber ich nehme den hier halt gerne, weil wegen den Bleibloons. Der kann die ganz gut kaputt machen. Woher kommen denn die? Von da oben, ne? Okay. Da müsste ich direkt 2 hinsetzen. So. Und soll ich jetzt auf Gwendolin warten oder soll ich ein U-Boot setzen? Ich setze noch ein U-Boot zur Sicherheit hier unten hin. Alter Schwede. Er legt direkt los oder wie? Dann hau ich auch mal raus. Mist. Ich glaube, ich habe schon verloren. Gebt mir einen Tipp, Freunde. Okay. Noch nicht schlimm. Noch nicht schlimm. Zwillingskanone. Soll ich hier noch ein U-Boot hinsetzen? Ja, mache ich. Mache ich zur Sicherheit. Kommt noch ein U-Boot. Komm, gib mir 450. Gib mir 450. Hallo. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, Zwillingskanone. Ah, ich denke mal, wir sind jetzt ein bisschen safe. Er hat aber auch schon ein paar durchgehen lassen. Davon mal abgesehen. Hier gehen wir auf ganz schnelle Schüsse. Und jetzt will ich eigentlich Gwendolin, aber er lässt mich nicht. Er lässt mich nicht. Ach, Mann, 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 Mann. Das ist stressig, dieses Spiel gerade. Ich brauche 900. Komm, komm, Gwendolin. Let's go. Komm. Den Gwendolin setze ich, glaube ich, nach oben oder nach unten. Soll ich den hier hinsetzen? Ne, ich setze ihn hier hin. Komm. Hier brauchen wir jetzt ein bisschen größere Reichweite. Und hier auch. Der ist ganz schön stressig. So, bevor er jetzt hier gleich noch einen getarnten Blumen sendet,
mache ich mal den auf Tarnballons. Top-Spionage. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger, glaube ich. Weil der kann jetzt hier alles angreifen, was da oben kommt. Und der auch. So. Ein bisschen entspannter, glaube ich. Komm. Ich will noch einen Pionier setzen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Komm, Pionier hier unten hin. Komm, Sicherheit. Sicherheit. Safety. Ich habe noch 50 Leben. Oh Gott, ich verliere. Ich verliere dieses Match. Oh, eng, 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 eng. Ich habe kein Geld. Kann ich ihm ja senden? Kann ich ihm was senden? Komm, er kriegt schwarze Blumen. Ah, Mist, 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 Mist. Komm, Nadeln. Nee, ich verliere. Ich verliere. Ah, es war aber knapp. Es war aber knapp, Freunde. Habt ihr das gesehen? Das ist das, wenn mich einer so ein bisschen überrascht und überrennt, habe ich noch keine Chance. Wir machen aber noch eine Runde. Wir kriegen sogar 6 Affendollar. Okay. Ein paar EP kriegen wir auch. Gehen wir auf. Naja. Das war nix. Kann ich irgendwas leveln? Nein. Okay, wir gehen nochmal in einen Ranglistenkampf. Das kann ja nicht sein, dass ich so hart verliere. Ah, oh, die Karte nervt auch. Welche kommt jetzt? Oh Gott, die kenne ich noch gar nicht. Die ist mir neu. Wo kommen denn die Blumen? Kommen die hier raus? Und laufen dann so? Dann müsste man... Ja, ich überlege mir was. Bin bereit. Komm. Los. Er hat auch den Gwendolin. Wir warten jetzt auf unseren Gegner. Komm schon, Gegner. Was ist los bei dir? Hoffentlich ist er AFK. Dann gewinnen wir das Spiel. Aber er heißt auch Spieler. Ist das irgendwie normal, dass die Leute keinen Namen haben? Oh Gott. Okay, okay, okay. Wo kommen die denn jetzt raus? Ich setze mal einen hier hin. Ja, das sieht doch gut aus. Machen wir schnelle Schüsse. Ganz schnelle Schüsse. Hier können wir noch ein U-Boot hinsetzen. Da machen wir Zwillingskanone direkt. Und jetzt geht das los hier. Er hat den Scharfschützen und ein Magier. Ja, wenn ich jetzt hier mehr im Spiel wäre, wüsste ich genau, welche Bloons gegen Magier effektiv sind. Aber ihr wisst das und ihr schreibt mir das in die Kommentare. Da bin ich mir sicher. Langstrecke und verbesserte Sicht. Jetzt können wir auf Gwendolin sparen, hoffe ich. Ja, wird schwierig. Ich glaube, er schickt mir gerade eine kleine Welle. Komm, Gwendolin. Gwendolin, brauch dich. 1000. So, jetzt haben wir Gwendolin. Wo setzen wir den hin? Ah, hier wäre schön, ne? Kann ich das irgendwie freikaufen? Für 500, okay. Dann warten wir jetzt nochmal auf Gwendolin. Und den setzen wir jetzt hier hin. So. Ich glaube, das war eine kluge Idee. Obwohl... Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das klug war oder nicht. Ich setze hier nochmal so ein... Den kommt hier hin. Ja? Okay. Gehen wir auch. So. Okay. Er hat jetzt 3 Magier. Was kann ich machen? Welche sind denn gegen Magier effektiv? Welche Bloons? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Diese hier? Mal testen. Ne, die sind nicht effektiv. Und diese hier? Die auch nicht. Okay. Das war schlecht. Ihr seht. Ich bin noch nicht so drin und verliere jetzt meine ersten Leben. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich muss durchhalten. Ich muss durchhalten. Und ich verliere. Ich verliere. Er hat mich. Er hat mich. Was kann ich machen? Komm, ich sende ihm auch noch mal ein paar Schwarze. Aber... Bringt nichts. Bringt nichts. Ich schaff's nicht, oder? Ja, ich hab verloren. Verdammt. Jetzt habe ich tatsächlich 2 Spiele hintereinander verloren. Der hat mich jetzt auch so ein bisschen überrascht, der Typ. Ja, ich bin noch nicht schnell genug im Denken. Bin noch nicht ganz drin im Spiel. Das dauert vielleicht auch noch eine Weile. Aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von dem Spiel? Wollt ihr mehr von diesem Spiel sehen? Ich fuchse mich da auch rein. Das wird auch alles besser. Das garantiere ich euch. Ich habe ja schon, wie ihr seht, passt auf,
drei Spiele gewonnen, aber halt nicht so gut, weil ich, wie gesagt, die Affen noch leveln muss. Und ganz wichtig, schreibt mir in die Kommentare, Einfachwaffe oder ballistische Rakete, was ist besser? Mich würde es interessieren, weil dann level ich das so, wie ihr das schreibt. So, Freunde, und falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video.